Was macht den Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn? Für mich gibt es nur diese bequeme Antwort. Das eine ist politisch korrekt, das andere nicht. Als ich während meines letzten Dubai-Aufenthalts gerade aus einer Hummerpranke das weiße Dings da herausschlürfte und dabei über die zwingende Notwendigkeit von Obdachlosigkeit in den untersten Klassen sinnierte, störte mich mein Haus- und Hofassistent Diego mit einer weiteren müßigen Angelegenheit. Arbeit. Sad Smiley. Es herrscht eine globale Pandemie und das ist fix nicht easy für Filmschaffende. Aber ich hatte noch nie so viel Money in the Pocket. Meine Akademikereltern haben außerdem zu mir gesagt, ich könne natürlich so lange studieren, wie ich will, ohne dabei zu ahnen, dass ich das auch wirklich vorhatte. Lol. Take that, Boomer. Bla 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 bla. Ich bin der Diego und du lässt reden. Yeah! Jedenfalls teilte mir Diego mit, die Regierung in der Heimat habe mich darum gebeten, ein kleines Filmchen für die zu drehen. Und ich mache ja auch nur das, was mir gesagt wird. Dies ist jener Film. Aber zieht euch das selber rein. Drop the mic. Es wird ein ganz toller Film. Ganz wichtig für uns alle. Es ist unsere Pflicht, dass es uns gut geht. Ich danke Ihnen, Frau Kulturministerin. Ich mache nur, was mir gesagt wird. Es soll ja nicht um mich gehen. Grüß Gott. Der nachfolgende Filmbeitrag, meine sehr verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, ist ein Auftragswerk der ihrigen Regierung. Ein Film von, weil und für dieses schöne Land. Ein Stück Kultur, bezahlt von ihren Steuergeldern. Als Kampfansage an unseren gemeinsamen Feind, den wir ja gar nicht sehen können. Das lästige Virus und dessen hinterhältige Drahtzieher. Vertrauen Sie mir, als Ihrer Kulturministerin und Expertin, wenn ich Ihnen sage, auch Sie sind Expertinnen und Experten, besonders die normalen Menschlein aus der Mitte der Gesellschaft, aufgeklärt durch Social Media, belesen in alternativen Fakten, besorgt und deppert. Aber hey, ohne Eile, ganz bequem, easy peasy, sorgen wir uns um unsere Gerechtigkeit. Ich darf Ihnen nun präsentieren, ein Mann wie Sie, ein reifer Bürger aus der gesellschaftlichen Mitte. Vielen Dank. Ich vergreife mich jetzt am Wort. Ich habe mich immer redlich bemüht und habe immer schon versprochen, dass ich was zu sagen habe. Dieser Jobholder wird für uns und unser aller Wohl unter dem Decknamen Agent Jimmy Cool 0043 agieren. Sein Auftrag, die Aufdeckung des Ursprungs des Virus und dessen Zerschlagung. Jimmy Cool und sein cooles Team wurden irgendwann negativ auf das Virus getestet, deshalb brauchen sie keine Masken. Logo. Ich möchte Sie, verehrte Verbraucherinnen und Verbraucher, um gewissenverhaftete Kooperation bei diesem schwierigen Unterfangen bitten. Dann können wir uns endlich wieder Wichtigerem widmen und zum Haareschneiden gehen. Eines kann ich Ihnen prophezeien. Wir gehen nicht in die Steinzeit zurück. Aber entscheiden wird sich das erst in den kommenden Wochen. Vergessen Sie bitte auch weiterhin nicht das Allbestimmende. Halten Sie Abstand. Nachhaltige Wirtschaftsmotoren und so. Gehen Sie arbeiten, außer wir haben es Ihnen verboten. Kaufen Sie nach wie vor wie gewohnt ein, außer Sie sind krank oder Sie fühlen sich sogar so. Dann schminken Sie sich zuerst Ihr Gesicht weiß, dann haben Ihre Mitmenschen wenigstens was zum Reden. Hausverstand. Hausverstandin. Ah ja, und Masken sind natürlich erlaubt und sinnvoll, aber... No Stress. Agent 0043. Gleich kommt eine Knarre. Frisch desinfiziert. Die Idee finde ich nicht gut, aber ich tue auch nichts dagegen. Danke für deinen Dienst. Was ist denn jetzt mit meinem Roller? Wie heißt denn das Medi? Abir. Abschieben.
So, jetzt tanzt du, Knödel. Nice. Schauen Sie, Jimmy, den können Sie mal fragen. Den, hä? Na, den da. Du, der Dodo, komm her. Wir sind vom Fernsehen und haben eine Frage. Was sagen Sie zu der Pandemie? Das ist alles ein Scheißdreck. Das gehört weg, aber sofort, der Blödsinn. Ich will meine Freiheit. Das ist mein Recht. Und weiter, wer ist schuld in Ihrer Meinung nach? Die Regierung. Aha. Wem sollten sonst so was Blöds einfallen? Das ist alles nicht mehr normal. Den haben sie ins Hirn geschissen mit dem depperten Virus. Das braucht ja keiner. Was passiert mit unserer Freiheit, mit unseren Rechten, hä? Glauben Sie wirklich, dass das Virus auf einer Idee der Regierung beruht? Na ja, wer redet denn die ganze Zeit davon? Ich nicht. Zuerst der Blödsinn im Klimawandel und dann das. Ich lasse mich sicher nicht unterdrücken von so einem Scheiß. Mein Keller steht unter Wasser. Ich habe andere Sorgen. Sie sind ein bisschen ein querer Denker, oder? Ich bin ein Hetero, wenn Sie das meinen. Und ich lasse mich sicher nicht identifizieren. Das ist ja krank. Oh je, Sie haben schon Symptome, noch geschminkt sind Sie ja. Ja, einen Husten, einen normalen. Also, einen normalen Husten habe ich. Normal, vielleicht haben Sie schon ein Virus. Das ist meine Freiheit. Verstehst du mich? Meine Freiheit. Hey, heute meine Goschen. Freiheit. Meine Freiheit. Jesus Christ, Jimmy Cool, was soll das? Na schau her, es funktioniert. Herr alte Goschen. Lockdown hin oder her. Schauen Sie, es macht eh jeder, was er will. Aber ich halte mich an die Regeln. Ich sehe eigentlich eh niemanden. Sie wissen aber eh, eine Bezugsperson ist schon erlaubt. Sind Sie nicht einsam? Das muss ja schier sein, so alt und kann zum Ansudern. Na, schier ist vieles, mein Herr. Aber ich sehe niemanden, außer der Familie. Ah, die Familie sind schon, gell? Also die Tochter und dann die Enkeln, wenn sie gerade nichts Besseres zum Tun haben. Aber den Nachbarn zum Kartenspielen manchmal. Und die Renate am Wochenende zur Maniküre. Plaudern halt. Ja, der Michi und sein Bruder waren gestern da, sind gerade vom Urlaub zurückgekommen. Aber sonst sehe ich wirklich niemanden. Oh je, das sind aber schon ein paar Haushalte. Warten Sie, haben da was im Gesicht? Meinen Sie die Schminke? Reine Vorsichtsmaßnahme. Ja, ja, reine Vorsichtsmaßnahme. Jimmy, nicht! Seine nur mal. Wir einfach nur normal leben, nicht alle werden kontrolliert werden. Was ist mit meinen Rechten? Ha? Wo werden sie kontrolliert? Und was ist mit ihren Pflichten? Überall andauernd wirst du kontrolliert. Das gerät ja komplett außer Kontrolle. Und es ist meine Pflicht, auf meine Rechte zu schauen. Cool bleiben, Jimmy Cool. Sie haben es mir versprochen. Was ist? Hast du was gegen Redefreiheit? Ha? Die Geschichtsdrucker von der Regierung, die können wir am Buckel rutschen. Sag noch mal was gegen die Regierung, du Eierschädel. Die zahlen mich. Ich sage ja nur, wie es ist. Und das mit der Maskenpflicht. Das ist eine pure Diktatur. Kontrolle ist das. Oder du kontrollierst einmal die Masken. Die gehört über den Nasen, der Fetzenschädel. Jetzt schau's mal das Wetter gewünscht mit deiner blöden Funsen. Hey, passen Sie mal auf. Wen nennen Sie da jetzt eine blöde Funsen? Ja, die, du Nocken. Was hast du denn noch Maskenpflicht? Ich hab schon selber keine auf. Es hallo, Dre. Jimmy, Sie können diesen Mann jetzt hart schlagen, wenn Sie möchten. Wir sind getestet, Arschloch. Verstehst? Getestet! Ja, kontrolliert bist du! Kontrolliert! Du Landesverräter! Ich bin ein Wunder der Natur! Ich muss mich an dieser Stelle dafür entschuldigen, Jimmy Cool ermutigt zu haben, den Bergmenschen zu schlagen. Das war unprofessionell und sehr uncool. Dazu möchte ich einbringen, dass sich unser Team auf eine behutsame Befragung der Bevölkerung zu Recherchezwecken vorbereitet hat. Aber mit Agent 0043 war die Sache eine andere. Bei den ersten Testaufnahmen verweigerte der Mann jegliche rhetorische Vorbereitung oder Kameraübung und demonstrierte im Gegenzug seine Fight Skills. Man muss halt schauen, wo man bleibt. Besser daheim. Ja, aber nur zu Hause ist auch Fahrt. Man muss halt schauen, was man macht. Und was machen's? Mein Leben leben. Wir müssen ja weiterleben. Ey. Ja, ich schau halt, wen ich treffe und was ich mache. Und wenn das jeder tun würde, dann hätten wir ja kein Problem. Schau auf mich, schau auf dich quasi. Nein, schau auf dich. Ich schau ja auch nur auf mich. Da schau her, du Baby oder Papa, du kriegst einen neuen Fütter. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Finden Sie das lustig? Immer mit der Ruhe, ich bin der Experte.
Ich habe mich ja selber schon bei eingefangen und geschaut hat es mir nicht. Ich bin ein Bürger aus der Mitte und brauche keine Büropiraterie. Jetzt ist einmal vorbei mit der Distanziererei. Voll auf Konfrontation, bumm, zack! Ich nehme es halt, wie es kommt. Man kann es ja eh nicht ändern. Ich hätte es früher erkennen müssen, die wahre Absicht dieses Getriebenen, sein unbändiges Verlangen nach Vergeltung. Aber Vergeltung wofür? Gegen wen? Gegen die gesamte Menschheit? Oder am Ende doch gegen sich selbst? Ich weiß mich eigentlich nicht an. Ich bin eh getestet. Ich habe ja im Zimbum aber viele schon. Auch nicht, Frau Regisseur? Meinen Sie die Verantwortlichen hinter dem Virus? Hallo? Hallo? Als ich in diese Augen sah, begann ich endlich zu verstehen, warum die Regierung ausgerechnet diesen Mann für den Job haben wollte. Aber es soll ja nicht um mich gehen. Wegsperren! Aufsperren! Aufsperren! Wegsperren! Wegsperren! Aufsperren! Wegsperren! Und was soll das, du Vogel? Du fragst mich, was das soll. Ich bin ein besorgter Bürger, der sich Sorgen macht um sein sehr schönes Land. Ist aber nicht nur deins. Ich bin kein Nazi, du Blärmpel, du. Was? Ich hab ja eh nichts gesagt. Ja, immer heißt Nazi hier, Nazi da. Wissen Sie eigentlich, was ein Nazi ist? Sie ordert sich an... Halt einfach nur die Goschen. Kunst ist wichtig, Kunst ist Leben, genau. Kunst geht uns alle an, weil der Rest wurscht sein ja. kann. Subvention, Revolution, Vollpension. Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Wir alle sind jung und Lazimmer auch. Und uns wird still. Und uns wird still. Und uns wird still. Und was ist mit mir? Ich bin doch auch systemrelevant, oder? Und uns wird still. Und uns wird still. Und uns wird still. Und uns wird still. War er denn der Schlechteste? Was? Agent 0043, ich hab Sie was gefragt. Wo wollen Sie hin? Ich gehe jetzt einmal in meiner Freiheit nach. Mach es das nicht eh schon die ganze Zeit? Ich muss Ihnen gar nichts sagen, das ist mir recht. Ja, Jimmy, fix. Ich frag Sie auch nur aus Interesse. Ich möchte Sie halt auch verstehen. Da gibt's nichts zum Verstehen. Ich bin ein freier Bürger und brauche jetzt einmal meinen Sprit. Ein Bierli. Ich glaube, so wird das nichts. Ich kann's nicht alle niederhauen. Schermdreck! Wen, Jimmy? Wen können es nicht alle niederhauen? Die Infizierten? Ich wusste es. Sie sind der krank ist. Krank im Kopf! Sie sind nur eine, die vom Ölen profitieren will. Ich wollte Sie nicht verletzen. Es tut mir leid. Jetzt hört einmal auf. Sie wegen Schaust du, entschuldigen Sie einmal. Okay, Jimmy. Ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt zu meinem Haberer, den Mario. Ich meine, Jimmy Lessig, 147 Mengen wegnommen war es gewesen. Hast mich? Der ist ein wahrer Experte mit seinem Internetsblog. Der weiß, was wir tun sollen. Das war jetzt ein Witz. Was war denn da? Du kannst nicht an jeden Infizierten einen Schädel haben. Das geht sich schon allein zeitlich nicht aus. Ich weiß eh. Ja, musst du Zeit nehmen, verstehst du? Mach mal Pause. Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Ne? Ist eh wahr, du hast dir recht. Danke, Mario, Johnny, Jimmy. Das ist mein Haberer. Alter, Jimmy. Deswegen sage ich dir, das, was du da machst mit den Leuten, das ist gefährlich, hast du nicht? Ich weiß eh, aber wenn sie deppert sind. Für dich ist das gefährlich. Mir jetzt für mich? Nein, für dich. Die Leute sind krank.
im Kopf, im Kopf krank. Verstehst du mich? Die Frau Regisseur hat gesagt, ich bin krank im Kopf. Aber das sagt sie über dich sicher auch, oder? So habe ich das nicht gemeint. Sicher. Glaubst nicht, Jimmy, Mario, dass vielleicht gar nicht die anderen krank sind, sondern nur wir zwei? Ich bin nicht krank. Du wirst vielleicht krank, wenn du nicht aufpasst. Du mit deinen Regierungsfreunden und alles, das sind richtig arg, verstehst du? Wie jetzt dann? Wie so richtig arg, arg sind die Herrscht. Chef, Herrscht. Gibt's was Neues, pass auf, sag ich dir. Da gibt's was Neues im Internet. Fuck News. Verstehst du mich? Musst du eingeben? Ne? Fuck News, perfekt. Da geht einer an. Das, was du siehst, das, was du liest, das ist richtig geil. Wie jetzt? Richtig geil, Jimmy? Richtig geil! Jimmy, cool! Alter, echt cool. Danke der Spezi, Hunden 147. Keine Frage, bis die Tage. Ciao, Jimmy, ciao. Das. Ja. Und Fritz gehen wir noch frisch. Danach war Jimmy wie vom Erdboden verschluckt. Es verging ein ganzes Jahr und mittlerweile wurden mehrere nice Impfstoffe entwickelt. Aber vielen Leuten ist es auch egal. Schließlich erhielt ich von Jimmy einen Anruf. Hallo? Ja, ich kann Sie hören, Jimmy. Ich habe mir Sorgen gemacht. Was ist mit unserem Film? Sind Sie schon geimpft? Hallo? Wo zum Teufel stecken Sie? Dann schickte er mir noch diese Emojis. Cringe as fuck. Ich ließ Diego den Anruf zurückverfolgen und erhielt so die Koordinaten von Jimmys vermutlichem Aufenthaltsort. Okay, wir sollten gleich bei den Koordinaten sein. Hoffentlich ist Jimmy wirklich da, damit wir den Film zu Ende drehen können. Das dickflüssige Künstlerblut kocht. Mir ist kalt vom Gefühlsflammenmeer in mir und ich bin uraufgeregt. Was ist aus Jimmy geworden? Und was möchte er uns sagen? Fragen. Wow. Das war voll gut. Film weiter, das kommt alles rein. Mir fällt auch gleich noch was Poetisches ein. Es hat jetzt noch länger gedauert, aber wir sind jetzt bei den Koordinaten angekommen. Danke, Diego. Da ist irgendwo ein Viech. Hallo, Jimmy. Sind Sie da drin? Wir sind's. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Wir gehen rein. Ja, hallo Jimmy, wir sind's. Ja, hallo. Ja, kommt halt rein. Aber die Tür zu, machst das scheiß Tier immer zu. Ich seh zu. Gut, huckt euch halt irgendwo hin. Ein Bier ist draußen, wenn's wollt. Aber macht's ja immer die Hurns Tier zu. Sheesh! Hey Diego! Hey Jimmy, cool, alles cool. Du fliegst nach Istanbul und chillst im Schaukelstuhl, springst dann ins Swimmingpool. Yeah! Skrrr. Der Kleine muss raus im Auto bleiben. Das ist meine einzige Bedingung. Aber gib dann gescheit Globuli, dann kann ihm nichts passieren, dann ist er safe. Alles andere ist ein Gift. 1, 2, 3, voll immunisiert. Und jetzt raus mit dir, aber die Tür zu! Warte mal, ich habe keinen Schlüssel. Geil, ja, sehr geil. Fuck News. I like. Agent 0043, Jimmy Cool. Was wird das, wenn's fertig ist? Haben Sie vergessen, Sie stehen im Auftrag der Regierung. Ja, was? Diego? Hallo? Liefermann, hier ist der Mann mit der Lieferung. Hier ist your girl. I like. Ah,
Ja, cool, danke, Bruno. Hey, Diego, bei dir alles cool? Jo, alles cool, Jimmy, cool. Ich habe hier dein Bier gefunden. Room, room. Okay, aber pst. Ein Kurier, mitten im Wald, mitten in der Nacht. Ja, gell, die armen Schweine werden komplett ausgebeutet. Nicht einmal ein Vorradl haben sie am Game Deck Fraster. Na, sowas darf man immer unterstützen. Und? Was ist da drin? Eins Bibel. Da stehen alle Antworten drinnen. Und wenn man es aufs Nachtkastel legt, dann wird man ein guter Mensch. Beautiful! Ma, ist die kuschelig und so weich. Ah, I like. Ah, okay, es ist schon urspät jetzt. Es könnt ja gern da irgendwo schlafen, wenn's wollt. Aber wir können ja dann morgen weitermachen. Ich brauche jetzt nur einmal ein bisschen Ruhe. Jimmy, Jesus Christ, cool, was soll denn das? Ich zieh mir gerade Fuck News eine. Richtig heiß. Gehen Sie ja mehr Handcreme für Ihre zarten Künstlerhänder bei, gell? Kennen Sie mir die Burgen? Fuck, was? Hören Sie sofort auf damit, das ist doch widerlich! Fuck News, yeah! Und na, das meiste davon ist voll geil. Da steht zum Beispiel, dass der Minister auf einer Orgie mit Ex-Menschen treibt, sie dabei eine Pizza in den Arsch schiebt und sie dann alle mit Kinderblut einreiben. Zahlt wird das Ganze mit Aztekengold. Sheesh! Die Pizza ist übrigens ein Beweis dafür, dass die Erde doch flach ist. Hast du das gewusst, ihr Earthlings? Und mit dem Gold zieht dann die Elite die ganzen Impfstoffe auf, mit denen die Leute dann wieder zu Sexsklaven macht, wenn es immer weitergeht. Rabazamba! Und dann fliegt ins Bett! Oh, hören Sie auf damit, Sie Trottel! Wir sind doch auch alle geimpft und keine Slaves. Außerdem heißt es Fake News und keine Fuck News. Dazu onaniert man doch nicht! Und er sagt es, als ist die Frau Experte, Sister! Das heißt nämlich schon Fuck News. Sie spicken es nur voll Chance. Sheesh, ich war voll drauf. Hoffnungslos, hoffnungslos. Der ist völlig verrückt geworden, total krank im Kopf. Ich bin nicht derjenige, der am krank im Kopf ist. Ich blick nämlich voll durch. Ich check's voll ab. Yeah, geil, geil. Bitte, Jimmy, hör auf. Er macht's schon wieder. Ich schau zum Jäger, außerdem brauche ich was zum Rauchen. Schnell, kommt's mit, der Diego! Hör's dir zu! Hey! Diese Missionärsbürste habe ich nicht gefunden. Nur das da. Eine blutige Schwimmweste. Wahrscheinlich von einem Flüchtling. Ich glaube, ich hab's jetzt. Was haben Sie jetzt, die Genie? Es ist ja wurscht. Was ist gerade passiert? Es ist wurscht. Nein, nein, das ist nicht wurscht. Das ist nicht wurscht. Ich schau jetzt wieder meine Fake News. Ja? Geben Sie mir Agent 0043 Jimmy Cool. Ja, Frau Kulturministerin, sofort. Es soll ja nicht um mich gehen. Es geht ja nicht um mich. Hallo? Unsere Geduld mit Ihnen ist am Ende. Agent 0043.
Wir erwarten unverzüglich Ihren Bericht. Meine sehr verehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, Agent 0043 hat uns heute mitgeteilt, dass er seine Ermittlungen gegen die Verantwortlichen hinter dem Virus abgeschlossen hat. Was also ist nun die Lösung? Ah ja, na, das Virus kommt ja aus dem Ausland, oder? Korrekt, Jimmy Cool. Also sind die Ausländer schuld, weil die das Virus einbringen. Ja, und weiter? Diese Schwimmweste ist der Beweis. Wieso? Es ist ja wurscht. Was ist wurscht? Es ist wurscht, es ist wurscht. Und wenn alle Ausländer, die Fremden und die anderen, einfach im Meer das sauferten, dann könnten sie uns niemand mit dem Virus anstecken. Oder? Völlig richtig. Sie haben vollkommen recht. Das haben Sie wirklich sehr gut gemacht, Jimmy Cool. Hier ist Ihre Auszeichnung. Vielen Dank. Das war die volle Experience. Aber ich bleibe mir treu. So, was ist jetzt die Moral dieser Geschichte? Ja und ja und ja. Es braucht eine Moral. Nämlich, dass Sie kleine Würstel, allein gar nichts bewirken können. Sie verstehen keinen Virus nicht. Dazu braucht es schon ein bisschen mehr, aber Ihnen ist ja eh alles wurscht. Happy FaceTime. Also bitte, Sans, ein bisschen Gusch, okay? Und was ist jetzt mit den Kindern? You stand up for your right and you shout it out. Do you really think it's something that we care about? I'm not sorry at all, I have to spoil it. Crowding us in the streets. Let me tell you something, we don't give a shit. Just shut up and clean our toilets. White supremacy. White supremacy. It's plain for everyone to see. We don't give a fuck about minorities. White supremacy, I said white supremacy, it's plain for everyone to see, we don't give a fuck about minorities, white privilege. Weiße, reiche Hampelmänner reichen sich die Hand und zertrampeln Länder. Dreckig die Werte und dreckig das Grinsen. Genüsst sich dabei zu, wie wieder Kinder ertrinken. Zäune angebracht für uns Kanaken. Kinder in der Nacht angenagt von Ratten. Schaschuler Götterfunken tritt man gerne nach unten. Kaputtes Kapital verursacht weitere Wunden. Dirty, dirty Business, dirty, dirty Man. So ticken die Bomben unserer Welt. Dirty, dirty Business, dirty, dirty Man. Nimm Fick auf dich und mich, es zählt nur das Geld. Dirty, dirty Business, dirty, dirty Man. So ticken die Bomben unserer Welt. Dirty, dirty Business, dirty, dirty Man. Gib mir Fick auf dich und mich, es zählt nur das Geld. Nur Umfragen lenken ihr hässliches Denken. Leere Köpfe, die nicken, wenn reich beschenkt. Ja, gepredigt werden munter, weitere Sünden abgedruckt wie ein paar Leckerlis wie brave Hunde. Hass marschiert und passiert die Schranken. Mit Gewalt pflanzt kranke Gedanken. Hab's als Kind schon längst verstanden. Die Rechten haben Recht, Menschenrechte ausgesetzt. Hierarchien bracht befolgt, manche Völker halt verfolgt. Dirty, dirty Business, dirty, dirty Man. So ticken die Bomben unserer Welt. Dirty, dirty Business, dirty, dirty Man. Gib den Fick auf dich und mich, es zählt nur das Geld. Dirty, dirty Business, dirty, dirty Man. So ticken die Bomben unserer Welt. Dirty, dirty Business, dirty, dirty Man. Gib den Fick auf dich und mich, es zählt nur das Geld.